Guten Tag und herzlich willkommen bei der Pflegeberatung Bobka. Schön, dass Sie sich für den Grundkurs Pflege, Basiswissen für pflegende Angehörige entschieden haben. Mein Name ist Sebastian Bobka, ich bin staatlich examinierter Pflegefachmann und führe Sie nun Schritt für Schritt durch diesen Kurs. Zunächst möchte ich Ihnen gerne die Kursinhalte des ersten Teils aufzeigen. Wir behandeln die Körperpflege, die Intimpflege und die Zahnpflege, wie man richtig Haare wäscht im Bett, das An- und Auskleiden von Betroffenen im Bett oder im Rollstuhl, wie man richtig die Intimsphäre wahrt und wie man richtig hygienisch arbeitet. Und im zweiten Teil behandeln wir die Themen Mobilisation, Lagerung, rückenschonendes Arbeiten, wie man ein Bett bei Bettlägerigen richtig bezieht, die Ausscheidung und das Thema Inkontinenz. Ich möchte Ihnen als erstes wieder die Kursthemen an diesem Teil vorstellen. Da haben wir zu einem den Flüssigkeitshaushalt, die Nahrungsaufnahme, Essen und Getränke eingeben und alle Prophylaxen. Wir haben für Sie die Schwerpunkte in der Körperpflege herausgearbeitet. Wir haben zu einem die Planung der Pflege, die Materialien und welche Pflegemittel verwende ich am besten. Wie bereite ich die Pflege richtig vor, führe ich sie durch und was muss ich bei der Nachbereitung beachten? Kann ich Arbeitsschritte kombinieren? Und wie fördere ich die Ressourcen des Angehörigen am besten? Kann ich Rituale mit einbeziehen? Und das Thema Hautbeobachtung und Hautpflege gehört mit in den Bereich der Körperpflege. Kommen wir nun zur Sturzprophylaxe. Denn für viele alte Menschen ist ein Sturz ein einschneidendes Erlebnis und das wollen wir unbedingt verhindern. Oft ist es auch so, dass der Sturz der Beginn einer langen Krankheitsgeschichte und eines Spitalaufenthaltes ist. Denn die Menschen, die stürzen, die brechen sich vielleicht im ersten Moment zum Beispiel den Oberschenkelhalsknochen. Das kann man operieren, das ist in Ordnung. Aber Ihr Angehöriger wird die nächsten Wochen nicht mehr so mobil sein. Und alle diese Prophylaxen treten so sehr in den Vordergrund und können teilweise nicht mehr eingehalten werden, dass es dann zu schweren Folgeerkrankungen kommt.